Es wird Zeit für ein wenig. Marc kommt hier nach Stuttgart, okay, denkt sich nichts Böses. Und dann wird dem Typen einfach kurzerhand vorm Frühstück gesagt: Jo, Digga, wir können bei mir frühstücken, aber du musst dir dein Frühstück selber mitbringen, weil ich nichts hab. Bester Gastgeber, oder? Freunde, ich würde sagen, ich werde euch ganz kurz meinen Ernährungsplaner durchgeben. Tag 1 der ketogenen Diät. Tag 2 der ketogenen Diät. Tag 3 der. Ach komm, halt der Maul. Wie ist die Lage? Hey, deine Frisur ist. Warum? Was ist denn falsch damit? Ja, ich finde sie nicht gut. Warum? Gefällt mir einfach nicht. Das ist meine persönliche Meinung. Bitte respektier das. Alter, Horatio. Let's go. Wie laufen die E-Mails? Ja, ich mach die noch. Ja, wir haben uns das erste Mal getroffen bei einem sehr freudigen Event. Da ist etwas, ja, etwas passiert, was nie wieder passieren wird, ne? Ja, da ist was passiert, was nie wieder passieren wird. Genau, genau. Daran arbeiten wir. Es hat aber jetzt nichts mit Polizei oder sowas zu tun. Nein. Hier gehen jetzt noch ein paar Bestellungen raus. Kuss geht raus an die Leute. Das ist Saschas Bestellung. Ja, Sascha, das ist deine Bestellung. Ja, dann bitte leg noch einen Furz in die Fresse oder Toilette mit rein. Nee. Am besten, du gehst gleich in meinen Club rein. Warte, komm. Ja, also nee, das wäre jetzt eher nicht so meine Intention. Warum nicht? Wie bitte? Wir sind gerade. Wir gehen morgen mies Fußball spielen, aber jetzt werde ich erstmal mit Elektro-Juta ins Fitnessstudio gehen und wir werden die Schulter anal penetrieren. Und wie findest du es? Optimal. Oh shit. Das ist die mentale Vorbereitung auf den absoluten Kick, oder? Party, und mach den rein. Nein, er legt ihn auf Vincent. Ja, wo ist denn da der Ball? Bitte, ich bin der Koch, ich spiele in der Küche, danke. Genau, ich spiele auch Kopfball, was? Ich bin Torwart. Bank. Bitte nicht, Motor. Okay, alles klar. Und ich bin jetzt erstmal im Tor. Und wer... Der ist doch heiß! Der ist heiß! Ich hab keinen Bock mehr. Tüde ist einer der härtesten Ehrenmänner im Kochbereich. Ich küsse deine Augen, Digga. Digga, und hier geht ein dicker Kuss raus an Diffigiano Shop, der für Tüde hier the best cooking streamer EU West gemacht hat. Kuss, Kuss, Kuss. Lecker Schmecker, Tüde. Das ist denn wirklich sehr, sehr gut gekocht. Ich wollte immer schon mal sehen, wie InScope 21 pissen geht. Könntest du gehen? Bitte. Nee, warte, steck nichts an. Tüde, chillig, dass du auch was für Veganer vorbereitet hast, Alter. Die ketogene Diät ballert komplett rein. Und ich hoffe einfach nur, dass wenn ich das Ding durchgezogen habe und am 21. mich im Spiegel im Fitness angucke und ich einfach nur merke, die ganze Diät, das ganze Leiden hat sich einfach nicht gelohnt. Ich sehe einfach immer noch komplett beschissen aus. Hi. What's up? Hi, Vlogs. Warum immer in Englisch? Sorry, Daddy. Kim, was zum Teufel machst du da? Ich weiß es nicht. Kohlenhydrate, überall Kohlenhydrate. Wieso tut ihr mir das an? Findest du es wichtig, dass man sich im Intimbereich rasiert? Überhaupt nicht. Dass man was? Wie bitte? Ich habe mal eine gehabt, überall. Die sich komplett lasern lassen. Überall. Okay, ist doch schön. Ja, finde ich auch super. Ja, aber hast du einen Dschungel? Irgendwas machen. Das geht hier niemandem was an, oder? Achso, sorry. Ihr kleinen Schlawiner, habt letztes Mal Kim übel auf Insta penetriert. Weißt du, ich am Ring. Seid lieber froh, dass Kim in den Vlogs mit dabei ist und ein bisschen Späßchen mit uns macht. Punkt Nummer 2. In den letzten Jahren habe ich immer mal wieder so ein Diätentagebuch zu meiner Diät gemacht, habe so ein bisschen erzählt, wie ich mich ernähre, wie ich trainiere, alles drum und dran. Im übernächsten Vlog, meine Freunde, werde ich meine Form präsentieren, wie ich aussehe. Ja, wenn ihr Bock habt, kann ich in dem Vlog noch ein bisschen was dazu erzählen, wie ich mich ernährt habe, wie ich jetzt trainiert habe in den letzten Monaten und so weiter. Damit ihr einfach so ein bisschen sehen könnt, wie habe ich die Diät durchgezogen. Ganz vergessen. Es interessiert ja gar keinen. Wenn euch dieser Vlog gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr diesen Channel noch nicht abonniert habt, was über 768 Milliarden % dieser Zuschauer nicht getan haben, ja.